Hi, hier nochmal ein komplizierteres Beispiel mit Variablen unter der Wurzel. Also bei dieser Aufgabe würden viele Schüler voll in die Falle laufen und würden hier mit der Technik des teilweisen Radizierens Folgendes draus machen. Sie würden sagen, naja, die Wurzel von 25a hoch 4, das ist ja 5a Quadrat. Dann 30a Quadrat kann ich zumindest teilweise radizieren. Dann habe ich also minus Wurzel 30a. Und 9 kann ich wieder vollständig radizieren, also plus 3 würden das als Ergebnis. Aber das ist falsch. Warum? Weil ich hier gar nicht teilweise radizieren darf. Das klappt nämlich nur, wenn ich unter der Wurzel ein Produkt oder einen Quotienten, also mal oder geteilt habe. Aber das klappt niemals mit Minus und Plus unter der Wurzel. Also ein ganz beliebter Fehler. Bitte macht diesen Fehler nie. Das hier ist also wirklich von hinten bis vorne falsch. Ja, an sich müsste man den Term hier einfach so stehen lassen unter der Wurzel. Den könnte man jetzt nicht weiter vereinfachen. Es sei denn, man erkennt hier eine binomische Formel. Dann könnte eventuell noch was klappen. Dann könnte man es eventuell noch vereinfachen. Ja, warum liegt hier tatsächlich eine binomische Formel vor? Also warum kann man die hier anwenden? Naja, ich erkenne es aufgrund der beiden Quadrate hier und hier. Und dann müssen wir uns noch den Mittelterm anschauen, ob der auch zur binomischen Formel passt, aber mal der Reihe nach. Also ich brauche ja für die binomische Formel, ich schreibe die vielleicht gerade nochmal hin. Ja, das ist die erste binomische Formel. Ich habe die jetzt mal bewusst mit großen Buchstaben geschrieben, damit wir später hier nicht eine Verwechslung mit dem kleinen a haben. Das ist die erste binomische Formel. Die zweite lautet dann so ähnlich. Da geht es um eine Differenz zum Quadrat und dann kommt auf der rechten Seite das Minus hier vor diesem Mittelterm. Alles andere ist gleich. Ja, und wenn überhaupt, kann es sich ja hier nur um die zweite binomische Formel handeln, weil wir ein Minusterm haben. Ja, und jetzt müssten wir praktisch schauen, ob dieses Muster hier in unserem Radikanten sich widerspiegelt. Wenn ja, könnten wir nämlich diesen Radikanten dann in ein Quadrat umwandeln und dann heben sich Quadrat und Wurzel gegenseitig auf. Ja? Aber jetzt müssen wir mal schauen, ob das wirklich hier zutrifft. Also, Groß A Quadrat wäre in dem Fall 5a Quadrat insgesamt quadriert. Also 5a Quadrat, das wäre jetzt hier in dem Fall mein Groß A. Und das wird dann eben hier quadriert und ergibt 25a hoch 4. Also ich habe schon mal mein A Quadrat. Dann habe ich hier auch 9, ist ja ebenfalls eine Quadratzahl. Also das heißt, Groß B wäre in diesem Fall 3. Und das ist eben hier als Quadrat 9. Und jetzt muss ich noch schauen, ob in der Mitte wirklich 2 mal Groß A mal Groß B vorliegt, damit dieses Muster hier tatsächlich sich widerspiegelt. Also, das müsste ja dann sein, 2 mal Groß A, also 2 mal 5a Quadrat mal B, also mal 3. Schauen wir mal, ob das stimmt. Also 2 mal 3 ist 6, mal 5 ist 30a Quadrat. Stimmt überein, also von daher ist dieses Muster hier wirklich unter dem Radikanten vorliegend. Und ja, jetzt kann ich eben den Radikanten nach dieser Formel, also ich lese die jetzt von rechts nach links, kann ich also schreiben als a minus b in Klammern zum Quadrat, sprich 5a Quadrat minus 3 in Klammern zum Quadrat.
Ja, einfach die binomische Formel angewendet. Also aus dem ursprünglichen Radikanten habe ich jetzt dieses Quadrat gemacht. Ja, aus diesem ursprünglichen Radikanten habe ich hier dieses Quadrat gemacht. Und jetzt heben sich Quadrat und Wurzel gegenseitig auf. Das heißt, ich erhalte 5a² minus 3. Aber Vorsicht, das weißt du schon aus dem ersten Video, weil ich ja nicht weiß, ob da vielleicht nicht auch was Negatives rauskommt, brauche ich auf jeden Fall die Betragsstriche.